Hey Leute, ich bin's, MacMaverick. Ja, der Titel des Videos sagt es ja schon, die Lüge E-Auto, wie klimaneutral sind eigentlich Elektroautos? Ja, darum geht es jetzt hier in diesem Video. Ja, ganz klar, Elektroautos sind vor Ort, wo sie gefahren werden, klimaneutral. Schließlich stoßen sie kein CO2 mehr aus, da sie keinen Verbrennermotor mehr haben. Natürlich ein bisschen Bremsenabrieb und ja, Reifenabrieb, das ist alles da, aber das ist verhältnismäßig sehr, sehr wenig im Gegensatz zu einem verbrennerbetriebenen Motor. Aber wie sieht es mit der Produktion aus? Ja, schließlich werden da Akkus produziert und die Produktion ist nicht ganz ohne. Und ja, hier wird oft und gerne aus dem Jahr 2017 die sogenannte Schweden-Studie zu Rate gezogen, beziehungsweise das, was ein Journalist aus dieser Studie herausgezogen hat. Und der hat herausgezogen, dass für eine 100 Kilowattstunde Batterie 17,5 Tonnen CO2 anfallen, um eben solche 100 Kilowattstunden Batterien oder Akkus vielmehr zu produzieren. Das würde bedeuten, dass ein Elektroauto erst im Vergleich klimaneutral zum Verbrennermotor werden würde oder klimaneutraler werden würde, wenn es 8 Jahre lang im Schnitt gefahren würde. Somit haben sich jetzt viele die Meinung gebildet, dass ein Elektroauto ja einfach nur ein überteuertes Prestigeobjekt ist und dass es zudem so ist, dass bei einem Elektroauto wesentlich weniger Produktionsschritte nötig sind, um dieses herzustellen und ja somit die Automobilindustrie auch noch Mitarbeiter entlassen kann. Ja, das stimmt, das ist richtig. Es werden weniger Arbeiter benötigt, um ein solches Auto zu bauen. Aber ich sage nur Stichpunkt Industrie 4.0, das wird uns in ja mehreren Bereichen begleiten. Aber stimmt das überhaupt so? Werden diese 17,5 Tonnen wirklich anfallen? Erstmal kann man sagen, ein Akku, den man die Akkus, die man in einem E-Auto findet, die haben in den wenigsten Fällen oder eigentlich gar nicht 100 Kilowattstunden. Es werden meistens so von 30 bis 90 Kilowattstunden verbaut. Richtig coole Sportwagen, ja, die kommen schon mal auf 90, 95 Kilowatt, aber das ist eigentlich auch mehr so die Ausnahme. Deshalb ist das schon mal sehr kritisch zu betrachten, diese 100 Kilowatt. Dann muss man noch dazu nehmen, dass bei dieser Studie oder das, was der Journalist herausgezogen hat, berücksichtigt wurde, dass eben bei der Herstellung, bei der Gewinnung der seltenen Erden für die Akkus natürlich jede Menge CO2 anfällt. Und das ist richtig, ja, das ist so. Das wird teilweise sehr kompliziert abgebaut. Aber ey, wie ist es denn mit Öl? Auch Öl muss gefördert werden, es muss transportiert werden und es muss auch zu Benzin weiterverarbeitet werden. Und auch das sind sehr komplizierte Vorgänge, wo natürlich auch jede Menge CO2 anfällt. Und das wurde eben nicht dabei berücksichtigt. Zudem schreiben wir nicht mehr das Jahr 2017, wir befinden uns im Jahr 2020 und nach heutigem technischen Standard ist es möglich, eine selbst 100 Kilowatt betriebene Akkubatterie mit einem CO2-Verbrauch von ca. 6 bis 7 Tonnen herzustellen. Also auch hier ist schon mal eine enorme Einsparung möglich, denn der technische Fortschritt bei der Akku- bzw. Batterieproduktion, der geht rasant weiter. Einmal wird er klimaneutraler und auch die Akkus werden zukünftig günstiger werden. Ein E-Auto ist somit schon nach 30.000 Kilometern klimaneutraler als ein Verbrennermotor und ja, das können selbst wenig Fahrer in 3 bis 4 Jahren erreichen und nicht in 8 Jahren. Zudem muss man noch sagen, momentan wird noch viel Strom aus Kohle gewonnen. Das ist natürlich auch wichtig, was für einen Strom man verwendet für den Betrieb der Elektroautos. Unser Strom wird immer grüner werden. Wir setzen mehr auf Windkraft, auf Solarenergie und somit wird das Ganze natürlich auch noch viel, viel weiter steigen und somit wird dann auch der CO2-Verbrauch noch neutraler werden beim Elektroauto. So, kommen wir zum zweiten Mythos. Man benötigt seltene Erden für die Produktion der Akkus. Ja, das stimmt. Man benötigt hier vor allem Lithium, Kobalt und Gallium. Das sind alles seltene Erden oder sogenannte seltene Erden. Aber sind diese auch selten? Sind die seltener als Öl vielleicht sogar noch?
Ja, Lithium wird vor allem in der Atacama-Wüste in Chile abgebaut, eine Gegend, die sehr trocken ist. Zum Abbau von Lithium benötigt man viel Wasser. Das ist natürlich ja umweltbelastend, aber man muss dagegen setzen, auch der Abbau von Öl ist alles andere als umweltfreundlich. Ich sage nur Stichwort Ölkatastrophe im Golf von Mexiko oder Fracking, wo das Öl aus dem gebundenen Stein mit Chemikalien herausgewonnen werden muss. Auch das ist nicht umweltfreundlich. Ja, und Kobalt zum Beispiel, das wird in der Demokratischen Republik Kongo gewonnen. Ein Krisengebiet, lange gebeutelt durch Krieg. Arbeitsschutz, Jugendarbeitsschutz, sowas gibt es da natürlich nicht. Dafür aber Kinderarbeit. Und das ist natürlich auch alles andere als schön. Und genau hier muss natürlich die Automobilindustrie Druck ausüben auf die Minenbetreiber. Ich hoffe, sie machen es auch. In der Modeindustrie klappt das nicht ganz so. Ja, auch das ist natürlich immer so, dass der Abbau von Rohstoffen ökonomisch, ökologisch und auch sozial belastend ist. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man eben mit den Rohstoffen schonend umgeht. So, aber kommen wir zum Kern meiner Aussage zurück. Ob diese Rohstoffe selten sind, wie der Name seltenen Erden das schon sagt. Nein, das sind sie nicht. Man hat das geprüft. Diese seltenen Erden oder diese Rohstoffe sind reichlich vorhanden und reichlicher als das Öl. Und das Einzige, was natürlich ist, die Chinesen haben sich schon viele Vorkommen gesichert, viele Abbaugebiete, und somit können sie natürlich diese künstlich verknappen, auch die Preise vielleicht ein wenig diktieren. Aber das ist beim Öl auch so. Ich sage einfach nur mal Stichwort Ölkrise in den 70er Jahren. Das war natürlich der absolute Höhepunkt, wo man gesehen hat, was passieren kann, wenn ein Monopol auf gewisse Rohstoffe ist. Und anders wird es dann vielleicht auch bei den sogenannten seltenen Erden nicht sein. Aber die seltenen Erden sind verfügbar. Der Name hat nichts damit zu tun, dass diese Rohstoffe knapp sind. Ja, kommen wir einmal zum Fazit. Man kann also sagen, dass Elektroautos trotz auch einiger Nachteile heute schon klimaneutraler sind als die herkömmlichen Autos, die noch mit einem Verbrennermotor betrieben werden. Dann ist es natürlich so, die Nachteile liegen auch ganz klar auf der Hand. Die Autos sind momentan noch viel, viel teurer in der Anschaffung. Dann ist das Tankstellennetz natürlich auch noch nicht so ausgebaut. Dafür hat man aber den Vorteil dann auch, dass man die zu Hause laden kann. Und da kommen wir zum nächsten Nachteil. Man muss sich natürlich auch wieder umorganisieren. Man kann nicht einfach mal eben an die Tankstelle fahren, wenn das Auto leer ist, und nach 5 Minuten wieder weiterfahren. Dann ist es natürlich auch so, wenn wir das Auto alle zu Hause laden, mögen wir uns mal vorstellen, wir kommen um 4 oder um 5 nach Hause, stöpseln das Ding ans Netz an die Steckdose. Ja, ich glaube, da würde nach heutigem Standard unser Stromnetz zusammenbrechen. Also auch hier muss noch viel Geld investiert werden. Ja, so viel zum Thema E-Auto. Zum Schluss möchte ich nochmal meine Meinung dazu sagen, weil so ein bisschen befangen ist man natürlich immer durch die eigene Meinung. Erstmal, ich fahre kein Elektroauto, ich bin schon mal als Probe gefahren, das war ein tolles Erlebnis. Auch hier sind einige Vorteile auf der Hand. Das Auto ist leiser, es beschleunigt gleichmäßiger, einfach ein angenehmes Fahrgefühl natürlich für jemanden, der den Sound von Sportwagen mag, von Verbrennermotoren, für den wird das weniger was sein. Ich selbst, wie gesagt, fahre noch einen Verbrennermotor, einen Benziner. Mein Auto ist jetzt 5 Jahre alt, ich fahre meine Autos so im Schnitt 10 bis 12 Jahre. Und ja, vielleicht ist das nächste Auto dann ein Elektroauto, zumindest als Zweitwagen oder sowas, dass einer noch einen Verbrennermotor hat. Weil ich kann mir halt schlecht vorstellen, wenn ich in den Urlaub fahre mit dem Auto, dass ich dann irgendwo mal 2-3 Stunden Pause mache und warte, bis der Akku voll ist. Ja, das ist meine Meinung zum E-Auto. Es ist aber durchaus sinnvoll, dass diese Produktion stattfindet, dass hier eine Umstellung stattfindet. Das ist meine Meinung. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung unten in den Kommentaren hinein. Gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.